So, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, damit wir nicht enden. Hakan, du weißt, welche Lane das meiste Potenzial in diesem Game hat? Botlane. Nein. Naja, also, ja, schauen wir mal, ne? Ich kenne zwei Sorten. Die im eigenen Team sind Feeder und die im Enemy-Team sind 20-0, ja. 53% bei 400 Games hat er fürs. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen, also. Ne, ist nicht krass, aber. Ja. Why no Koma Key in letzter Zeit? Die Cam ist nicht so gut, was das angeht. Aber ich habe meine aktuelle Cam wieder eingeschickt, das heißt, sie wird irgendwann, werden wir wieder einen Greenscreen haben, Leute. Da 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 da. Was ist das denn hier für ein Umgangston, Gerrit? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das hier für ein Ton? So, wir gucken. Sie hat Teleport mit. Das finde ich immer gut, weil Teleport heißt ein Missplay und sie stirbt. Na, Barrier ist das schon ein bisschen fieser, was das angeht. Wir haben Conqueror mit. Conqueror. Wir müssen halt mal gucken. Ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass ich ihre Ult nicht blocken kann mit meiner Windwall. Aber eventuell. Ja, E und Q, das müsste gehen, ne? Das müsste gehen. Fist Jungle, müssen wir halt aufpassen. Gank, der wird sicherlich sehr ganktechnisch sein, weil der im Jungle komplett abfuckt, glaube ich. Also er ist nicht extrem gut im Jungle auf jeden Fall. Oh Mist. Ist leider nicht getroffen. Oh, reicht bitte, das reicht nicht. Komm schon! Ah! Genau das ist, was ich meinte, Leute. Genau das ist das, was ich meinte. Ne? Die machen einen Fehler und dann sind sie RIP. Könnte sein, dass Piss gleich kommt, deswegen skillen wir noch einen Punkt in die Queue rein. Deswegen skillen wir noch einen Punkt. Oh, schade, ich dachte, ich krieg den noch. So. La da 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 da. Alles außer er, ja. Ne, Cassiopeia Ulti kann man auch nicht damit blocken, oder? Meine ich. So, da hatte ich die Diskussion gestern, glaube ich, mit dem Lalala. Ich meine, das dürfte nicht gehen. Da kommen wir zu einem HP-Pot und let's go for these. Let's go. Da 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 da. My honor left a long time ago. Wir müssen halt doch ein bisschen auf Fizz aufpassen, deswegen warten wir jetzt erstmal hier. Okay, Fizz ist gerade oben. Das ist ganz gut, weil dadurch können wir Sachen machen. Dadurch können wir Sachen machen. Potenziell, aber auch nur. Aber auch nur potenziell. Minions, bleibt hier! No! And we'll always love you! Okay, Fizz ist oben, das ist gut, da sehe ich mich. That is pretty nice, so grande. I like these nuts. Ahem, so. Ja, One for All zählt nicht, ne? One for All ist halt cheaten, so gesehen. One for All ist cheating. Da kommt Fizz. Death is like the wind, verpiss dich! Was hältst du von Mr. Mike AP? Also ich spiele Mr. Mike lieber auf AD. Mist, irgendwie ist meine Schulter halt echt RIP. Das ist not so nice. I think it is not so nice. Sie ist jetzt halt super eingeschüchtert, weil ich ihr so hart gegeben habe. Deswegen hat sie jetzt leider keinen Bock mehr. No, she has no Bock anymore. Anymore. Okay, das war ein bisschen RIP. Die haben Inferno Drake. Ich meine, da ist ein Inferno Drake, mal wieder. Deswegen müssen wir gucken, dass wir den irgendwie getten. Den würde ich echt gerne haben. Da würde ich mich auf jeden Fall sehen, Leute. So einen leckeren, geilen Inferno Drake. Oh Mann, das mit der Kanone, das klappt da aber doch nicht, so.
That is not clapping. One for all mit Subs wäre cool. Nee, one for all mit Subs wäre echt langweilig. Na, das wäre echt, echt langweilig. So, wir gehen mal eben schnell Schuhe kaufen. Ein bisschen Crit noch. Damit das auch ein bisschen besser flutscht hier. Zack. So, Non-Control-Bot. Wir sind ja so Main. Let's go. So. Schön, 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 schön. Ne? Na, na, na. Bald ist ja Ken Minion ein halbes Vermögen wert. Ja, stimmt. Spätestens ab da sollte ich... Eigentlich kann man ja so ja echt gut farmen, aber ich denke immer, ich kriege die Kanone, indem ich EQ mache und dann macht der Dash aber entweder so viel oder zu wenig Schaden. Und dann ist halt RIP. Dann ist RIP. Naja, so ist auch endlich mal ein Champion, mit dem ich Farm haben kann. Das ist echt sau selten. Ich meine, mit Talon muss ich sagen, habe ich auch echt immer guten Farm, ne? Muss man einfach mal eingestehen. Aber wir könnten... Lass den beim Red killen. Wer ist überhaupt der... Ach, Fizz, ne? Fizz könnten wir echt hier töten gleich. Da, da, da. Hier nochmal ein Control-Wort. Das ist auch nichts im bösen Busches. Das wäre ganz wichtig. Das wäre ganz, ganz wichtig. Jetzt durchpushen und dann gleich zum... Zum Red gehen. Prapp. So. Wo ist denn der Fist? Da kommt er. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ich kann ulten. Ich glaube, er weiß, dass hier böses im Busch ist. Oh, nice. Ich weiß nicht, ob ich den fighten kann. Vielleicht schon. Ja, sieht gut aus. Tatsächlich, hätte ich gesagt. Sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Ja, nice. War ein guter Call auch. Ne? Das müsst ihr super oft machen, Leute. Das geht. Also in letzter Zeit mache ich das extrem oft auch mit Lala. Das ist einfach echt safe, ne? Den gegnerischen Jungler einfach... Morgana kriegt den Red. Ah, geil, Alter. Den gegnerischen Jungler einfach bei seinem Red abfangen. Das geht. Es ist free, Leute. Einfach annehmen. It is just free. Leider fehlt uns ein bisschen Geld. Deswegen gehen wir jetzt mal einen anderen Itemweg. Es war einfach auf das Ding hier. Let's go. Let's go. Wie viele Punkte hat Leskiku? Was für Punkte? Was für Punkte? Hier, auf dem Account habe ich gerade, bin ich in meiner Promo, musste ich das Game gewinnen. Sonst verliere ich oder gewinne ich die Promo? Na? Alter, au. Da, da, da. Also meine Schulter ist echt GG, Leute. Muss man einfach sagen. Gut, die Action, ja, könnten wir potenziell tatsächlich machen. Aber erstmal gehen wir auf Phantom Dancer. I think. I think. Vielen Dank an Tetsrikun. Ich und mein Holz. Läuft das Lied gerade oder ist das, weil ich das die ganze Zeit sage? Oder lief das gerade? Weil ich habe Musik für mich aus wieder. Ich und mein Holz. Vielen Dank dir. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Dankeschön. Leute, stehen einfach zwei Control Wards. Ich glaube, ihr habt überkrasse Delay. Kann es sein? Obwohl es geht, glaube ich noch. Da oben ist Fizz. Das lief, okay. Aber wie viel... Ey, ich glaube schon, dass ihr über die Layer... Sagt jetzt mal, Analysen-Peter-Pater-Peter.com. Irgendwie sowas. Jetzt raushauen. Das lief vor 10 Sekunden, ja, okay. Botlane ist RIP, deren Botlane, das ist gut. Naja, wenn Draven... Obwohl er hat auch 2 Kills. Wenn Draven schon mal... Alter, die Morgana ist einfach 4-0. Ja, gut. Ja, gut, ne? Ist einfach mal 4-0. So, können wir Toplane was machen oder Midlane? Lass mal Toplane killen. Ja, okay, es geht. Analysen Peter Partner. Ja, das geht noch. Das ist halt alles. It's in the Rayman. It is in the Rayman. Ich bin unterwegs. Er hat wahrscheinlich. Oh, nice. Allerdings ist er jetzt tot. Das war. Also, ja, es war potenziell. Es war. Naja. Es war. Wir können seine Ult warten. Volibear, du musst mal kommen. Ich dachte, du kommst. Es kann sein, dass er backportet. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Werf ihn. Am ab. Ja, weiß ich nicht. Sehr gefährlich gerade. Sehr gefährlich gerade. Naja, so ist einfach ein guter Champion, Alter. Einfach nur ein richtig guter Champion. Okay, ich meine, er ist Level 6. Ich bin Level 9. Ne? Das ist fair, dass ich ihn umbringe. Das ist, deswegen solltet ihr auch nicht Fizz junglen, weil der im Jungle einfach todesbehind fällt. Und man muss halt sagen, die AD zahlen sich halt überkrass gerade aus hier, ne? Also überkrass. Wie viel Schaden ich ihm einfach gemacht habe, Alter.
Ja, wir haben mal komplett aufgeschlitzt. Ah, herrlich, Alter. Herrlich, 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 herrlich. Ne? Alter, aua. Ah, meine Schulter ist RIP. Das tut echt weh. It's doing weh. Hier, Schlitz. Ha. Na, mit Conqueror geht natürlich auch so gut ab noch dazu. Conqueror ist auch nicht bad, was das Ganze angeht. Aber falls du Skin alle spielen mit High Noon oder Blood Moon. Ja, potenziell, aber ich habe hier auf dem nur den, ja. Ich habe den krassen Legendary Skin auf dem anderen, aber. Aber nur da tatsächlich. Leider nur da tatsächlich. Du. Was hast du an deiner Schulter gemacht? Ein Phasenverschiebungsgelenkumschwung habe ich da tatsächlich. Und das ist ein bisschen RIP. Das ist tatsächlich ein bisschen RIP. Und er ist tot. Auf was? Ihr müsst übrigens auch immer gucken, wenn ihr ultet, solltet ihr so spät wie möglich ulten, ne? Also ich habe jetzt extra... Also wenn er natürlich... Wenn er... Es haut ja oben auf den CC noch eine Sekunde drauf. Wenn der Gegner eine Sekunde durch die Gegend fliegt und er das direkt am Anfang macht, dann hält es vielleicht 1,1 Sekunden oder so. Wenn ihr es aber am Ende macht, dann hält es fast schon 2 Sekunden, ne? Das ist not bad. Leider haben wir gerade für ein paar Sekunden keine Ultimate, ne? Ein paar Sekunden keine Ultimate. Schön, schön, schön. Einfach schön. Ah, das ist jetzt schlecht. Das ist tatsächlich schlecht. Oh, der kriegt aber ordentlich Schaden, du. Oh lol, das war knapp Rande. Ich muss erstmal hier raus, Leute. Ich muss erstmal Items kaufen jetzt. Ich hab jetzt... Ich kann Infinity Edge kaufen und auch das andere. Was meint ihr, ist mehr worth jetzt? Ich glaube, Leute, wir gehen mal den neuen Meta-Item-Build und kaufen jetzt direkt Infinity Edge. Ich glaube, Phantom Dancer wäre vielleicht sogar mehr worth gewesen wegen dem Attack Speed. Aber ich mein, wir haben ja hier auch 15%. Ja, wir hätten einfach 45 gekriegt. Ja, wäre wahrscheinlich alleine für 30. Aber dafür haben wir jetzt halt Crit, AD und Damage of Doom. Sirene. Ja, die Sirene, ja, ich glaube, die, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, auf Yasuo würde ich die Sirene gar nicht sogar... Also ich finde das Wort, glaube ich, echt fast mehr worth als eine Sirene. Ne? Zum Split-Pushen, etc. Enemy Double Kill is not so nice. Das ist not so nice. Oh Mann, ich konnte nicht wallen. Ah, das ist ein Potenzial. Und jetzt stehe ich hier, oder was? Ah, okay, das war halt auch ultra durchgegreedet, bad, bis zum geht nicht mehr. Eieiei. Eieieiei. Ich hoffe, den Nightbring. Ich habe Nightbring, aber auf dem anderen Account, ne? Ach, scheiße. Mit Phantom Dance hätte ich da überlebt, Leute. So, kaufen wir uns das mal. Ja. Kacke. Da. Oh, lol, er spielt mit Predator? Du spielst wirklich Predator-Volibear? Warum das denn? Macht das Sinn? Macht man das so? Also okay, es geht glaube ich schon, klar, aber... Ich glaube, ich würde lieber Press the Attack oder so spielen, oder nicht? Na. Okay, jetzt haben wir genug reingesackt. Toplane ist mega viel Farm, Alter. Eieiei. Eieieiei. Jetzt habe ich leider meinen Flash gewastet gerade. Machen fast alle? Ja, okay, dann bin ich ruhig. Dann bin ich ruhig. Masaki! So, wie sieht's denn aus hier, ha? Huh? Da ist ein komischer Arald, wo geprickelt hat in meins Bauchnabel. Was macht denn der Renekton jetzt hier? Wir gehen Botlane, Leute. Ich habe keinen Bock hier auf dem Tower die ganze Zeit rumzukleben. Na, aber der Skin sieht schon ziemlich delicious aus, ne? Ziemlich. Guck mal, 414, Leute. Das geht schon klar. Das geht schon klar, hätte ich gesagt. Na? Müssen nur gucken, dass wir jetzt nicht irgendwie... Der Draven kommt gerade irgendwie wieder an Kills. Wobei, deren Late Game ist halt katastrophal, muss man sagen. Also, unser ist jetzt auch nicht extrem krass, bis auf mir.
Ne? Also Yasuo ist halt unglaublich krank. Volibear droppt ein bisschen Echo. Ezreal, das ist halt alles so, ist es okay. So, jetzt wollen wir nämlich hier, zack. Halten uns mal so einen Sturm ready, falls was abgeht. So ein bisschen immer hier. Ei. Ei. Tolles Champion-Design. Ah, das gefällt mir, Alter. Wobei, ne, mittlerweile 5 Level, Leute. Also ich bin überfett overlevelt. Ja, herrlich, Alter. Herrlich. Bin auf der Arbeit. Ja, ja, was ist denn hier los auf der Arbeit? Habe ich Lifesteal? Leider nicht. Aber, da ist ein Volibear und Bock hätte ich schon. Er ist auf Karte und nicht schade. No! No, shit, obwohl. Ja, schön. Schön. Ah, schade, Alter, aber ich mach einfach den. Jetzt haben. Wir haben noch nicht mal 100% Crit, jetzt haben wir 100% Crit, Leute. So, was für Schuhe gönnen wir uns bei den Gegnern? Ninja Tabis, Magiresistenz, Ninja Tabis, Magiresistenz. Nam. CC. Bisschen CC. Ich glaube, wir gönnen uns Tabis. Tabis sind halt immer geil, weil wir einfach, diese CC-Effekte runterbringen, ne? Also, bisschen weniger CC ist schon ganz nett. Ja. Rumble, 8 Jahre alt ist und nur 3 Skills hat. Aber er bekommt ja jetzt einen ziemlich coolen tatsächlich, ne? Er kriegt jetzt einen ziemlich, ziemlich coolen. Allah. Dafür ultet er? Dafür? Nein, ich kam nicht weit genug. Scheiße, ich. Ach, Mist. Aber ich musste so früh flashen, weil mein Sturm war am Auslaufen. Er schreibt jetzt Fragezeichen. Du kriegst gleich dein Fragezeichen schon zurück. Na, das kriegst du gleich zurück. Gar kein Stress. Ja, Blutdüster kommt auch noch, Leute. Aber eins am anderen. One after another. Wenn ich erstmal splitten, ich kann jeden im 1-on-1 locker killen. Locker. Also, 2 sogar auch, aber. Der beste Volley meint Aftershock. Predator ist eine Coinflip Mastery. Ja. Alles ist Coinflip. Ich weiß nicht, ob es so viel Coinflip ist. Also kann man drüber diskutieren. You can. Dann hast du halt so einen Ghost-Ersatz. Ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Vor allem wurde Predator ein paar Mal gebufft. Leider machen die da gerade Sachen. Aber ich hoffe, die kommen klar irgendwie. So, danke auch an Tiny Heini. Dankeschön. Oh lol. Ich wusste erst nicht, ob ich sie blocken will und dann doch und dann nicht und dann, ja, und dann war RIP. Ich könnte sie wahrscheinlich töten, aber ich wollte. Ah, ich weiß nicht, Alter. Danke dir auf jeden Fall, Tiny Heini. Oh, Red Buff kommt, Leute. Den würde ich mich sehen. Und dann gehen wir mal Midlane da zu meinem Team. Mal gucken, wie schnell der umfliegt. Müsste ganz gut funktionieren. Ja, ist ganz okay. Dann kann man schon mit leben. So, ich bin unterwegs. I'm on the way. Ich habe leider keinen Sturm. Was ein bisschen doof ist. Tiny Heini, ho! Oh nein, ist jetzt getroffen. Mal MT Tower kaputt machen. Ja, schön, ne? Schön! Later, bitches! Tschüss! Finde ich top, finde ich cool, ist nice, kann man mit leben. Ah, oh, no! Ah, shit.
Shit, 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 Alter. Fucking shit. Ah, Mist, Alter, ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab's nicht gesehen, diese Kacke da. Unlucky. Unlucky. Aber aktuell spiele ich, glaube ich, immer Yasuo mit Ignite. Das bockt echt. Wenn du im Early Game schon Kills machst, aber mit Snowball kannst du das echt nicht verkehrt. Ne? Gibt ja auch ein paar Yasuos, die mit Airy spielen. Was haltet ihr davon? Ich glaube, es kann im Early Game echt Sinn machen für den Sneaky Kill. Also ich sehe ein paar, die damit spielen. Also nicht die meisten, aber ein paar. Und wenn du extrem sneaky da früh einen Kill machen kannst, ist cool. Aber ich glaube, Conqueror ist jetzt halt einfach echt gut. Ne, Fevinox, wir spielen jetzt eben hier die Promo zu Ende. Der ist gerade in der Promo zu Platin 4, glaube ich, oder Platin 3. Ich glaube Platin 4. Und dann, weil das ist das letzte Promo-Game. Also ich habe eins gewonnen, eins verloren aktuell. Und danach gehen wir dann wieder weiter. Ja. Hab dein Fell gerade geklippt, ja. Es war halt. Es war halt unlucky. Es war einfach nur unlucky. Guten Tag, bitte einmal die Elo. Ich darf natürlich nicht übertreiben, die können nämlich jetzt nicht kommen. So, wir können hier unten pressuren, wenn die jetzt nämlich Baron machen. Es kann sein, dass wir sterben jetzt. Wobei, ich habe Livestream auf Doom. Schön, 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 schön. Ja, schön. Ah, schade. Aber ist top, ne? Kann man mit leben. Ja, die machen jetzt Baron. Das ist okay. Das ist okay. Hallo Ibisu, vielen Dank. Welcome, welcome. Welcome. Schade, dass ich noch nicht Bluetooth da fertig habe. Mit Bluetooth hätte ich sie vielleicht sogar gekillt, alle. Na, das wäre nice gewesen. So. Jetzt kommen wir so ein bisschen HP. Ne? Ne? Airy finde ich auf Pokechannels mit wenig CD gut. Ja, das Ding bei Yasuo ist ja, dass du im Nahkampf die ganze Zeit, wenn du. Airy kommt ja, der Cooldown von Airy ist der, dass ich zu dir zurückkommen muss. Und im Nahkampf proxy das und kommt sofort zu dir zurück. Du kannst direkt wieder, du kannst in so einem Trade 3, 4, 5 mal, 6 mal procken, je nachdem wie lange das geht. Und, ne? Das ist, glaube ich, die Idee und dass du es halt jedes Mal dann draufbringst. Conqueror 2600, wir hatten bis gerade 1600, wir haben jetzt gerade irgendwie 1000 Schaden gemacht damit. Sagst du zu leben in LOL HP oder KP? Also auf jeden Fall HP. KP war immer so Pokémon-Kartenmäßig. KP, Kraftpunkt oder so, ne? Ja, Draven spielt auch mit Airy, stimmt. Ja. Wobei, ah ja, okay. Eigentlich ist Conqueror die perfekte Rune für Draven. Aber Draven hat halt einfach das Problem, dass er Fernkampf ist. Und auf Conqueror ist der Fernkampf halt kacke. Ne? Mhm. Ja, so im Late Game ist halt wirklich zum Kotzen, muss man sagen. Also dagegen zu spielen, das ist wirklich zum Kotzen. Naja, es gibt nichts, fast nichts Schlimmeres als Yasuo im Late Game. Deswegen kann ich es halt echt nicht nachvollziehen, wie die Leute immer so früh aufgeben wollen mit Yasuo. Verstehe ich halt wirklich nicht. Na, der ist so krank im Late Game. Du hättest inzwischen mit PTA oder Conqueror. Ne, Conqueror kann ich mir, glaube ich, echt nicht vorstellen, dass das Sinn macht. Also beim besten Willen nicht. Mann, ich treffe keine Q, Alter. Ist das denn die Wahrheit? Outplay, one for all? Nee, besser nicht. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hole mir erstmal Red Buff und dann machen wir den Outplay. Oder wollen die noch unbedingt? Ich könnte jetzt hier über die Golems dashen, aber das verkacke ich eh. Von daher lassen wir das mal. Leute, könnt ihr bitte für euch verpissen? Wäre das eine Möglichkeit? Also ich hätte ja schon Bock. Das ist okay, damit kann ich leben. Das ist auch okay, damit kann ich leben. Wo ist mein Red Buff? Wer hat mein Red Buff? Wer hat Fizz? Fuck you, Fizz. Little Fizz Pisser. Das geht, klar. Kann er bitte sterben? Danke. Na, schöner, gebalanced Damage auf jeden Fall. Zack, oh, schade. No. Na, 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 na. Was für ein Elo ist das? Das ist gerade. Ah!
Platin 4 oder 3, ich weiß es gar nicht. 5 oder 4. Also auf jeden Fall in der Promo, aber ich weiß es gerade echt nicht. Das ist ja mein Yasuo-Only-Account, ne? Ja? Yasuo? Oh, wir haben 3000 Kneten, Leute. Aber ich würde... Alter. Ja, gut. Fühlt sich aber echt... Also, das Ding ist, ich würde sagen, ich habe jetzt 2 Games gespielt auf dem Account. Und ich muss sagen, es fühlt sich echt an, als wären die Leute ultra kacke. Generell. Vielleicht war es auch nur 2 Games, wo die Gegner, wo ich halt einfach Glück hatte, ne? Aber das Swain-Game war ja auch, den Velkos konnte ich euch erinnern, der war ja auch super scheiße. Und jetzt könnte ich sagen, okay, hey, Platin 5, Platin 4 ist halt eine Elo, die ist halt einfach relativ bad, ne? Also relativ, klar, ne? Im Vergleich halt. Aber das zieht halt auch nicht, weil mein Main ist gerade mal Platin 2 und irgendwie komme ich anscheinend mit dem nicht klar auf mein Leben. Das ist das Problem. Am Mist, ja, nicht gar nicht ulten müssen, so ein Reudenkack. Ich geh mal Bot. Bot ist schon RIP. Wir haben gleich schon wieder Ult, Leute. Er ist ein bisschen deep, aber er ist halt Volibear. Interessiert ihn nicht. Not that much auf jeden Fall. Wieso ist Conqueror als Range Champ nicht gut? Weil es immer nach 3 Sekunden wieder ausläuft. Es hält immer nur 3 Sekunden. Wobei ich das noch nicht ganz verstanden habe, muss ich ehrlich sagen. Oh Mist. Komm schon. Schön. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, weil normalerweise heißt es, du musst 3 Sekunden in Fight sein und dann lädt es sich auf. Ich glaube, man muss aber auch die Stacks aufbauen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau, wie das ist. I don't know genau, wie das ist. Ja, das ist halt einfach Futter, ey. Das brauchst du nur einfach klicken, ey. Wird einfach alles aufgefressen hier. Danke an, hab ich gar nicht gesehen. Muss ich gleich mal gucken, bin auf jeden Fall. Einfach alles aufgefressen. Der neue Yasuo-Stern am Himmel, meine Freunde. So. Damit haben wir unser Promo durch. Was war das für ein Sound? Das hört sich ja crazy an. Was war das? Ist das April-mäßig? Hier sind überall Federn. Ja, gut. Wir hauen an ihn. Ne? Hakan, kannst du mir das Geld für den Boost später überweisen? Wir sind Platin 4, okay, dann machen wir Platin 5, sind jetzt Platin 4. Ne, entweder war es einfach Glück oder die Leute sind halt wirklich bad. Mein erstes S Plus ist es, glaube ich. Nice grande. Schön.